Vereint gewinnt. So heißt die Jubiläumsaktion der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest. Jeden Monat werden zwei Vereine gezogen, die beide jeweils 2000 Euro erhalten. Am 8. Oktober durfte sich der Förderverein der Feuerwehr in Gardebusch freuen. Wofür das Geld genau verwendet wird, steht noch nicht fest. Die Besonderheit ist, wir sind ehemals eine Schwerpunktfeuerwehr. Und durch die Novellierung des Brandschutzgesetzes sind wir eine Feuerwehr mit besonderen Aufgaben im kreisweiten Einsatz. Das heißt, wir fahren Einsätze im Bereich des Katastrophenschutzes, unterstützen im Bereich der Technik und Logistik, im erweiterten Löschzug und mit der Drehleiter fahren wir hier im Umkreis, sag ich mal, von 20 Kilometern unterstützend bei den Feuerwehren im Amtsbereich und Nachbarämtern mit dazu und zum Teil sogar bis in die Landeshauptstadt Schwerin. Im Gespräch stehen neue Wetterschutzjacken für die Kinderfeuerwehr, die sogenannten kleinen Löschdrachen. Die Kinder sind 7 bis 8 Jahre alt und engagieren sich in ihrer Freizeit für die Feuerwehr. Auch Ines Wienke, Geschäftsleitung der Sparkasse Mecklenburg-Nordwest in Gardebusch, liegt das Projekt am Herzen. Diesen Monat haben wir das Glück, dass Gardebusch gezogen wurde und dann noch eben so eine ganz besonders tolle ehrenamtliche Tätigkeit, die jetzt hier unterstützt wird. Und umso mehr ist das natürlich eine große Freude, dass wir sagen können, ja, und da hat doch unser Vorstandsvorsitzender das richtige glückliche Händchen gehabt. Aktuell haben sich über 250 Vereine bei der Aktion beworben. Jeder Verein aus dem Nordwest Mecklenburg kann mitmachen.